Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Menphilia, das Mädchen, das jetzt eine Entscheidung treffen muss, ist mit der nächsten Quest hier für uns bereit. Menphilia blickt ernst in die zerstörte Stadt. Komm, gehen wir in die zerstörte Stadt, Tara. Ich muss näher an die Stelle, an der die Lichtflut aufgehalten wurde, wo das Orakel war. Wenn wir sie treffen können, dann da. So, das muss hier hinten irgendwo sein. Irgendwo innerhalb der Ruinen. Die Molomander müssen wir ein bisschen umgehen. Ich will jetzt gerade nicht kämpfen. Da ist Mephilia. Und dann schauen wir uns doch gleich mal hier ein bisschen um. Sehen wir hier irgendwas Auffälliges? Nein, wir sehen hier nur Mephilia. Da ist was. Flieht! Das Licht kommt! Das ist das Ende! Seht nur! Da oben ist jemand! Nein, du nicht. Es geht auch so. Warum? Ich bin bereit. Nein, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Warte. Warte auf den Tag, an dem du diese Welt wirklich retten wirst. Menphilia! Wo sind wir? Du bist die Echte. Ihr habt mich gefunden. Ich bin wirklich überglücklich, euch hier zu treffen. Wir haben uns lange nicht gesehen, aber Tancred wäre so gerne mitgekommen. Du bist das liebe Mädchen, das meine Seele so gut behütet hat. Ich wollte dir schon lange etwas sagen. Es tut mir leid, was für ein schweres Schicksal du auf deinen Schultern tragen musst. Und ich danke dir, dass du es so tapfer angenommen hast. Ich dachte, ich schaffe es nicht. Aber ich hatte Freunde, die bei mir waren. Also, sag mir bitte in deinen eigenen Worten, was wünschst du dir? Ich möchte meinen Freunden helfen, die Lichtbringer zu besiegen und diese Welt zu retten. Aber sie verstecken sich.
Kannst du sie mit deiner Gabe finden? Ja, ich glaube schon. Man müsste dahin gehen, wo das Licht am stärksten ist. Allerdings wird das nur mit den vollen Kräften des Orakels gelingen. Um weiterzugehen, muss eine Entscheidung getroffen werden. Wir stehen an einem Scheideweg. Wie jede wichtige Entscheidung erfordert auch diese großen Mut. Doch ich glaube, mit deinen Freunden an deiner Seite brauchst du dich nicht davor zu fürchten. Vor 100 Jahren kam die Lichtflut und hat fast alles vernichtet. Unzählige Leben, fruchtbares Land und aufrichtige Helden. Dann kamen sie, neue Helden von weit weg. Ich habe sie gesehen und bin ihnen gefolgt. Ich bin noch ein Kind und es gibt vieles, das ich nicht weiß. Aber wenn ich darf, möchte ich gerne bei ihnen bleiben. Auch wenn wir scheitern, wenn wir nichts erreichen, dann möchte ich wenigstens etwas an die weitergeben, die nach uns kommen. Es gibt eine Verbindung von Helden zu Helden, die uns für eine bessere Zukunft kämpfen lässt. Davon möchte ich ein Teil sein. Das ist ein schöner Traum, der richtige Traum. Ich habe mir einst etwas ganz Ähnliches gewünscht. Ich wollte, dass der Glaube an Minfilia den Bewohnern dieser Welt ein Licht der Hoffnung ist, damit sie vereint gegen die Sündenvertilger kämpfen und so irgendwann wirklich ihre Welt retten. Du hast meinen Traum weitergeträumt. Da habe ich allen Grund, stolz auf mich zu sein. Egal wie stark du wirst, irgendwann kommen immer Zweifel und schwächen dich. Aber gib nicht auf, liebes Mädchen, das meinen Traum im Herzen trägt. Du hast immer an mich und das Gute in dieser Welt geglaubt. Danke, Minfilia. Auch dir danke ich von ganzem Herzen. Du warst für mich die Morgenröte, die die Dunkelheit vertreibt. Vergiss nie, du kämpfst nicht allein. Wenn die Helden zweier Welten ihre Kräfte vereinen, können sie dem Schicksal einen neuen Weg bahnen. So, Minfilia? Oh Gott, was ist jetzt mit dir? Wach auf, Mädel. Was? Ich habe mit Minfilia gesprochen. Endlich. Und auf einmal ist sie rothaarig. Was ist? Warum guckst du mich denn so an? Deine Haare und deine Augen. Die Augen habe ich doch gar nicht bemerkt. Oh ja, die Augen sind auch anders. Minfilia hat sie mir zurückgegeben. Meine echten Haare, meine echten Augen. Die blonden Haare und die kristallblauen Augen waren die Erkennungszeichen der wiedergeborenen Minfilia. Sie will, dass ich bleibe, dass ich werde. Sie erlaubt es mir. Ich spüre eine warme Kraft durch mich fließen. Eine Wärme, die schon immer bei mir war. Ich spüre sie jetzt endlich deutlicher als je zuvor. Es ist die Kraft des Planeten. Die Kraft des Urlichts. Ich kann die Lichtbringer spüren.
Ich weiß, wo sich der Lichtbringer von Am-Areng versteckt. Schnell, gehen wir zurück zu Tancred und den anderen. Die Schlacht ruft. Er wird mich doch nicht hassen, oder? Jetzt, da ich nicht mehr ihre Zeichen trage. Hab Vertrauen. Es wird schon in Ordnung sein. Das werde ich gerne glauben, aber... Tara, würdest du bitte vorgehen? Ich komme sofort nach. So, dann suchen wir Tancred. Bis gleich. Da sind die Gruppe. Ouyang Zhe, Yestola, Alfino. Erstmal nachfragen, wie es denn da ging. Ouyang Zhe, hast du sie gefunden, also. Hast du sie gesehen? Habt ihr gesprochen? Ja, Yestola. Wie ist es gelaufen? Aber sprich zuerst mit Tancred. Alize. Erstmal Alfino. Endlich, du bist zurück. Aber wo ist Minfilia? Alize. Da bist du ja. Wir haben schon Sorgen gemacht. Hoffentlich zu Unrecht. Tancred. Auch der hat Blümchen auf dem Kopf. Ist das süß. Hallo. Habt ihr auch alles gut überstanden? Was heißt dir auch gut überstanden? Tancred, du hast ganz schön was abbekommen. Ouyang Zhe hat uns extra hergerufen, damit wir dich wieder zusammenflicken. Als ich dich gesehen habe, ist mir fast das Herz stehen geblieben. Da sieht man mal wieder, Heiler haben viele Freunde. Minfilia, du hast dich verändert. Ihr habt euch also endlich getroffen. Ich werde mir jetzt noch mehr Mühe geben. Beim Kämpfen und überhaupt bei allem. Vielleicht reicht es nicht. Aber ich will alles tun, damit Minfilias Traum wahr wird. Ich weiß jetzt, wo der Lichtbringer ist. Ich kann euch zu ihm führen. Ich hab dich vermisst. Wirklich? Meinst du das ernst? Natürlich. Wir sind doch Familie. Also, wie wollen wir sie denn jetzt nennen? Braucht sie denn einen neuen Namen? Sie hat ihren Weg gewählt und sich selbst ein neues Schicksal gegeben. Ich denke, damit hat sie sich auch einen eigenen Namen verdient. Wie wär's mit Minifilia, so wie ich sie sonst immer nenne? Wichtiger aber ist, dass wir sie richtig von unserer Minfilia unterscheiden können, der vom Bund der Morgenröte. Ich komme ja selbst schon ganz durcheinander. Erinnerst du dich an deinen Namen, bevor man dich nach Yulmor gebracht hat? Nein, ich war noch zu klein. Dann müssen wir uns wohl einen ausdenken.
Ich denke, die Ehre sollte dir zukommen, Tankred. Es wird eure Familienbande um ein weiteres Quäntchen enger knüpfen. Herzlichen Glückwunsch. Du hörst es. Mein einfühlsamer Bruder bringt es mal wieder galant auf den Punkt. Was habe ich denn gesagt? Ach, nichts. Wie wäre es mit Rine? Das Wort für Glück in der Sprache der Feen. Tankred, sag bloß, du hast dir gemerkt, was ich dir über die Feensprache beigebracht habe. Oh nein, Schock, schwere Not. Nicht wirklich, aber das Wort klang so gut, da ist es wohl irgendwie hängen geblieben. Wenn dir der Name nicht gefällt, suchen wir dir einen anderen aus. Rine. Der Name klingt wirklich schön. Danke. Also gut, dann ist es entschieden. Rine. Okay, ganz kurze Frage an euch jetzt hier, kleine Abstimmung oben. Was faltet ihr besser? Rine oder Minifilia, mein Vorschlag. Der ist doch viel cooler, oder? Ja, ich heiße Rine. So, damit wäre die Quest auch abgeschlossen. So, dann sind wir mal gespannt, wo es hinab zum Lichtbringer geht. Allerdings das erst in der nächsten Folge. Die machen wir heute ein bisschen kürzer, weil die letzte so lang war. Wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen kleinen Daumen nach unten da lassen. Da würde ich mich drüber freuen. Rine wird sich drüber freuen. Und vielleicht auch die zukünftige Minifilia. Mal gucken. Wir sehen uns auf alle Fälle dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.